Willkommen zurück, Leute, zu Until Dawn. Im letzten Part haben wir so ein bisschen die Vorgeschichte erlebt. Das hier spielt jetzt ein Jahr später. Und zwar wurden zwei unserer Freundinnen damals umgebracht. Mehr oder weniger. Sind halt eher gestürzt, aber ansonsten wären sie umgebracht worden. Sagen wir es mal so. Und unser guter Kumpel Chris, der hat irgendwas super Tolles, was er uns zeigen will. Und der ist schon richtig aufgeregt, weil er uns das so unbedingt zeigen will. Steckbrief. Milgram Victor, männlich, 1,88. Versucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung, ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Freunde, das könnte der Typ sein, der hat ja einen Flammenwerfer dabei, ne? Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz, habe ich ehrlich, ja, der Provinz Blackwood, Police, Monte Provinciale de Blackwood. Ja, ich habe jetzt nicht die sammeln Hinweise, die Geheimnisse von Until Dawn zu lüften. Wenn ich jetzt E1 drücke, sehe ich da was? Folge Chris. Ja, okay, was auch immer. Ja. Bin nochmal gespannt, wie lange das Tutorial noch gehen möchte. Tada! Ziemlich krass, oder? Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Und müssen wir zielen? Müssen wir selber zielen? Ziel mit dem rechten Stick, drücke R2 zum Schießen. Das soll, glaube ich, darauf zielen, wa? Sehr gut. Okay, das Zielen ist relativ angenehm, würde ich sagen. Wird bestimmt dann auch noch Momente geben, wo wir sehr, sehr schnell zielen müssen. Weil wir verfolgt werden oder sonstiges. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nein. Alter, der wird ja wie ein richtiges Arschloch da stehen, ne? Aber... Boah. Volltreffer! Was tust du denn? Warum machst du sowas? Chris, das ist sowas von krank! Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade! Ach, komm schon, das sind doch nur Ratten mit buschigem Schwanz. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Oh mein Gott, was ist das? Mach es weg! Shit, Mann, bist du okay? Dieser Berg macht mir jetzt schon total Angst. Hey, hey da! Unsere Seilbahn kommt. Nichts wie rein. Also in dem Film würde man ihn jetzt schon so für den fürs Arschloch halten, ne? Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Wir sind übrigens jetzt eher. Ist okay. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles... Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Wieso gruselig? Irgendwelche Penner, ne? Guck dir mal das Wetter an. Kann schon sein. Oder irgendwelche Leute hier gefeiert haben oder sonst was. Man weiß es nicht. Wollen wir uns umschauen? Ja, ne? Ich denke doch. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Hotel in Sanatorium. Welcher für einen gesunden Irre baut Körper denn auch und Geist. Da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Ist ja nix. Ein Berg. Meine Güte.
Was? Ach so. Das ist die Überwachungskamera von draußen. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass ich da gleich irgendwas Fieses sehe. Ah, okay, ist doch da. Unschön, ey. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber... Okay. Ah, sehr witzig, bei Gott. Du machst bist mir ein sympathischer. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, der Schmetterlingseffekt. Ich wette, der wird uns doch sehr oft unterkommen, oder? Ja, okay. Hab ich mir gedacht. Ist in Ordnung? Aber sie nicht auch so eine Jazz, Mikes neue Freundin, selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Ich wollte gerade sagen, die war doch so die Anführerin in der Sache da. Von wegen, wir ärgern die. Tut mir übrigens leid, dass die Cam ab und zu unscharf wird. Ich habe keine Ahnung. Mann. Tut mir leid. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Ah, ich bin jetzt du. Wollen wir mal ihre Charaktereigenschaften mal kurz sehen? Ehrlich? Die ist sehr ehrlich, ne? Neugierig, tapfer, witzig, hilfsbereit. Ja, gut. Scheint jetzt nicht unbedingt ein Arschloch zu sein, ne? Das ist in Ordnung. War da oben nicht gerade was? Das ist der Müll. Den Müll, den lassen wir mal Müll sein. Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, tu's schon. Auch wenn ihr mich fast zu Tode erschreckt habt. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Beharren. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf.
Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Dann wäre es nicht mehr so malewisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich. Also dieser typische Quarterback-Typ. Okay. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Du hast doch einen. Da fuck. Der macht's doch. Ist doch alles okay, oder nicht? Gänsehaut. Spann dich. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Jetzt mach dich mal locker, Em. Please, was ist denn da los? Michael, ich spreche jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Hau rein. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ungern. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest glaube, des Weges. Da ist was im Argen. Du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Ich will zu ihrem Ex, ey, ich sag's euch. Sowas von. Missfällt mir. Ah, vielleicht täusche ich mich ja auch, ne? Ashley, ist verknallt in Chris. Fleißig, neugierig, offen. Wir müssen uns erstmal die ganzen Namen so merken, ob wer ist Chris und so, ne? Ex-Freunde von dem und hier und da. Das will mich durcheinander bringen. Okay. I see. Ich sehe nichts. Warte mal da. Ah, da. Da sehe ich doch was. Und jetzt? Kann ich da noch irgendwas machen oder so? Ich sehe sie. Oder soll ich noch was anderes sehen? Oh. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Naja, die reden, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass sie irgendwie... Oh, ah! Oh Gott! Gott!
Hey, oh. Hey, wow. Tut mir leid, Arschiche. Wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Nein! Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Ja, wobei, ne? Klar. Wenn du willst. Ich will ihm halt auch nicht... Jetzt, okay. So, weiß ich nicht. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Zu, da läuft bestimmt nichts. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Ich kann ihm sowas doch nicht vorenthalten. Jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, oder? Das geht ja auch nicht. Kann ich nicht. Komm, wir gucken aufs Handy. Wir sind eine Handy-Tussi, definitiv. Spann dich. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Bring den Schneeball rein. Ich habe keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Das Lächeln. Das Lächeln von dir ist schon ein bisschen creepy. Au! Klasse. Das ist so ein bisschen. Das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Ey, ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt sehe, wie die hier jeden Schneeball versenkt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben kaum einen einzigen Schneeball getroffen. Nur was geht halt kaum. Ein kleines Vögelchen. Oh, süß. Oh Mann. Hallo, komm schon. Na, vergiss es, Meister. Hey, Mike. Boom, Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay. Hat der nicht gerade, ne? Der war doch gerade noch hier mit der M am rumtechteln, mächteln, ey. Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Ach so, nach dem Motto, es einfach sein lassen. Nicht auf den Vogel zu gehen. Okay. Verstehe ich. Wow. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schneeball, weil du ein Arschloch bist. Ah! So okay. Sieht's nämlich aus. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Nein. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Das hier wird ein anständiger Spielstand. Das ist sowas von. Wenn das irgendwie geht. Keine Ahnung. Es ist sozusagen ein Horrorfilm. Die Duschszene, ne? Ein Horrorfilm kann nicht ohne eine Duschszene überstehen. Oh, er wieder. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Eigentlich ganz gut.
Doch. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Okay. Ja. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Frauen machen mich nervös, Männer machen mich nervös. Ja, so gesehen machen mich dann halt eher Frauen nervös, ne? Männer machen mich jetzt so nicht unbedingt nervös. Gedränge macht mir Angst vor, macht mir beides Angst. Aber, ja, ein Flugzeug ist noch schlimmer. Doch. Würde ich schon so sagen. Ach, macht mir auch beides Angst. Ich müsste ja immer beides nehmen, ey. Aber Höhe ist ganz grausam. Ganz, ganz grausam. Ratten machen mir Angst. Da nehme ich die Schlange. Ich glaube doch. Ja, die Schlange. Ist doch gefährlicher. Waffen sind beängstigend, Messer. Ja, logischerweise beides. Aber in diesem Fall, wenn dich jemand abstechen will oder dich jemand erschießen will, ne? Ich glaube, abstechen ist gruseliger, irgendwie. Schlangen oder Kakerlaken? Kakerlaken, ist halt widerlich. Okay, du nimmst das alles so hin? Ist in Ordnung? Schwierige Entscheidung, oder? Also das schauen wir uns das mal an, dann würde ich sagen. Ist halt beides echt creepy, aber in diesem Fall wahrscheinlich der Clown. Ist noch schlimmer. Was ist das? Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Krähen finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Nehme ich das Blut. Ha. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Arschloch-Move. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Spinnen. Dann sind es die Nadeln. Definitiv. Blut war ja auch vorher nur so eine. Ja. Kann man machen. Clowns. Gruseliger als Zombies. Zombies weiß ich nicht. Nie so richtig Panik. Ja, ein Wolf ist eigentlich. Ist halt so unrealistisch, dass man einen Wolf trifft, ne? Eine Nadel ist halt wäre realistischer, aber. Stürme machen mir eigentlich keine Angst. Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich nur. Fucking Stromausfall. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen, Clowns und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Tja, ich fürchte... Unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich mag ihn wirklich nicht. Also, ich... Das Gruseligste bisher bist du, verdammt doch mal. Du bist das Gruseligste. Mit Abstand, aber gebührenden. Was bisher geschah bei Until Dawn? Alter. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Komm schon, sie hat es verdient. Sie Hannah! Nicht. Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Ja, da sind die beiden gestorben. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden jedem Einzelnen von euch verbringen und
Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Bess. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ach komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Ja, komm. Oder? Na, Sorgen. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt. Klingt gut. Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Zuversichtlich. Er ist ein Netter. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ich glaube, er hat auch Bock auf sie. Aber wisst ihr was, Leute? Den wahrscheinlich höchst professionellen Einbruch, den werden wir versuchen, im nächsten Part zu begehen. Ich sage, bis dann und ciao.